wieder mal zu Wort melden. Ich mache mir natürlich schon viele, viele Monate Gedanken darüber, wann ging denn überhaupt der ganze Trubel der Pandemie los. Und ich habe die Einsicht erlangt, dass das nicht erst seit letztem Jahr vonstatten geht. Sie sind angeblich vom Volke gewählt, um gemeinsam mit den Bundesministern der Länder für das Volk und den Namen des Volkes das Land zu führen. Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz werden Sie sich nun die Alleinherrschaft erteilen. Dies wurde zur letzten Wahl so nicht festgelegt. Warum bedarf es dieser Alleinherrschaft? Was wollen Sie damit erreichen? Solch eine Alleinherrschaft hatten wir bereits schon einmal. Und wir wissen, wohin das geführt hat. Das soll sich bitte für dieses deutsche Volk nicht wiederholen. Einer angeblichen Pandemie begründen. Komischerweise sprechen die kommerziellen Medien immer von der Verbindung mit oder an Corona-Verstorbenen. Und komischerweise gibt es seit 2020 keine Angaben mehr zu einer Grippe, an Grippeverstorbenen. Und Statistiken belegen, dass die Anzahl der Verstorbenen nicht überhöht ist gegenüber den Jahren vor Corona. Hat Corona etwa die Grippe abgelöst? Oder ist mit in Verbindung mit Corona verstorben gemeint, dass alle Menschen, welche geschwächt durch Vorerkrankungen oder geschuldet durch ihr hohes Alter oder durch einen grippalen Effekt verstorben sind, wie dies alljährlich auch immer schon aufgetreten ist, nun auch dazu zählen? Warum wurden in den Vorjahren Krankenhäuser geschlossen? Fehlten hier auch die Mittel? Krankenhausschließungen führen automatisch zu mehr Belastung der noch existierenden Krankenhäuser. In einer Zeit der höheren Lebenserwartung muss auch damit gerechnet werden, dass mit zunehmendem Alter auch die Anzahl der Krankenhausaufenthalte steigern könnte. Auch sprechen die steigenden Zahlen an Krebserkrankungen sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht unbedingt für eine Schließung von Krankenhäusern. Oder wurde gezielt auf Reduzierung von Krankenhäusern hingearbeitet, um im medizinischen Bereich Notfallsituationen und Überlastungen herbeizuführen? Ist diese angebliche Pandemie bewusst in die Welt gesetzt worden? Wir kommen spontan, angeregt durch einen der Redner hier. Wer nach Berlin fährt und wer nach Berlin fahren möchte und nicht weiß, wie er dahin kommt, vielleicht könnt ihr euch an irgendeiner Ecke, natürlich unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen, also mit möglichst 3 Meter Abstand und Maske, nochmal zusammenfinden und vielleicht könnt ihr ja Fahrgemeinschaften bilden, um nach Berlin zu kommen und auch denjenigen, die kein Auto haben oder ähnliches, ja, die Fahrt nach Berlin zu ermöglichen. Dann möchte ich noch eine zweite Sache bringen. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt gehabt, am Mittwoch 17 Uhr wollen wir die Richter vom Oberverwaltungsgericht aufwecken. Und wir haben uns dort überlegt, dass nicht immer wir aktiv werden wollen und müssen. Wir haben 19 Grundrechte, die auf den ersten Seiten des Grundgesetzes stehen. Und wir bräuchten da 19 Freiwillige, die diese Grundrechte vortragen wollen. Das werden wir natürlich alles entsprechend vorbereiten, dass der Text da ist und so weiter. Aber wir möchten gerne, dass die das Vorlesen bzw. das Vortragen der Grundrechte, je nachdem, wie es ausfällt, in welche Richtung, dass das Leute oder dass ihr das im Prinzip macht. Und es wäre schön, wenn sich der eine oder andere bis Mittwoch überlegt, ja, ich würde hier gerne mitwirken, ich würde hier gerne was dazu beitragen, dass unsere Versammlung am Mittwoch erfolgreich und vor allen Dingen eindrucksvoll wird. Ich bin die Melanie, ich bin ja schon des Öfteren mal hier vorne gewesen. Näher ran. Ich war jetzt am Samstag in Dresden, das war leider nicht ganz so schön. Zum Schluss konnten wir doch noch ein paar Meter laufen, das fand ich dann doch noch ein Erfolg. Und ich appelliere wirklich hier an jeden, der es nicht schafft oder hier in Bautzen Zeit hat. Oder auch scheißegal, ob er arbeiten ist. Weil ich habe so viele Ausreden heute schon gehört von Leuten, die einfach, ach, ich muss arbeiten. Bitte, 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 es ist jetzt unsere Zeit. Geht auf die Straßen. Wenn nicht nach Berlin, dann bitte hier in Bautzen. Ich war definitiv nach Berlin und ja, wir sehen uns auf jeden Fall.